So, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie den Adblock Plus auch im Google Chrome entschärfen können. Gleiches haben wir für den Firefox bereits gezeigt, Link natürlich in der Beschreibung. Und einige Zuschauer haben uns Kommentare oder E-Mails geschrieben, dass das beim Google Chrome nicht ganz so funktioniert. Und ja, das ist richtig. Nicht ganz, aber fast. Also, wir beginnen damit, indem wir erstmal hier auf unser Menü klicken. Dann haben wir Tools, dann haben wir Erweiterungen. Hier ist unser Adblock Plus und da haben wir hier Optionen. Da klicken wir drauf. Und dann haben wir hier einige nicht aufdringliche Werbung zulassen. Das ist die sogenannte Whitelist. Die wird rausgenommen, um eben das entsprechende Problem laut dem entsprechenden Analysevideo nicht mehr zu haben. Link auch in der Beschreibung. Der zweite Punkt bezüglich der Änderung der URL für den Fall der Fälle, dass Sie eine falsche URL eingeben, den gibt es im Google Chrome nicht. Wir haben uns mit dem Entwickler Wladimir Palant in Verbindung gesetzt, welcher uns bestätigt hat, dass das im Google Chrome nicht funktioniert. Deswegen fehlt die Funktion da komplett. Und für all diejenigen, die da besorgt sind, im Firefox fliegt die Geschichte demnächst wohl auch raus. Also, im Google Chrome gibt's das nicht. Den Punkt können wir also überspringen. Okay,